Ja Leute, wir zogen am Nachmittag nochmal los. So ein kleiner Ausrutscher mit dem Moped kann mich ja nicht schocken. Und sind hier an einem Bahnhof. Und da muss ich später wieder fragen, der wurde irgendwie von einem Deutschen gebaut oder geplant. Haben Sie hier noch so ein Gerät stehen? Gesund. Banpin. So Peter, du bist gefordert. Das ist der Bahnhof Banpin, der von einem deutschen Ingenieur gebaut worden ist. Ich muss jetzt nachschauen, wann er ist. Irgendwann um die letzten Jahrhundertwende. Hier fährt der Zug von Bangkok kommend nach Chiang Mai. Ist das denn der einzige Bahnhof, der von einem Deutschen gebaut wurde? Nee, oder? Ja? Ja. Also die kleinen Bahnhöfe, die waren ja immer sehr beliebt bei mir. Alles so schön verspielt hier mal wieder. Da hast du wieder dicke Baumstämme, Peter. Ja, genau. Die sind aber, glaube ich, aus Beton. Kopieren, genau. Ja. Beton. Da hinten alte Eisenbahnschwellen. Als Sitzbänke. Weichenstellhäuschen soll wohl noch in Betrieb sein. Das ist wohl alles noch in Betrieb. Und in Indien hergestellt. Und kommt aus Indien. Habe ich auch noch nie gesehen. Da oben seht ihr, wie die irgendwie dann gestellt werden, die Weichen. Westinghouse, Breaking and Signal. Ja, der scheint in England hier fertig worden zu sein. Man beachte das neumodische Telefon. Wir haben hier ein Glück, heute kommt es super rein. Oder? Da hat er immer. Der hat diesen Ring, der aus dem Zug hat er den Ring rausgeschmissen. Der hat ihn jetzt eingesammelt. Und damit haben die kontrolliert, optisch und körperlich, ob auch die Weichen richtig gestellt sind. Gerade leider der Klacken verpasst, da wurde wieder eine Weiche umgestellt. Da müssen wir dran arbeiten, Peter, wa? Ja, ein bisschen. Man mag den deutschen Einschlag, deutsches Fachwerkhaus. Da hinten sind sie am Schwimmen. Hier schauen wir, wie der Baum gewachsen ist. Ein Baum, ne? Und der hier, der auch. Und der gleichfalls. Gestern wurden Stühle ins Fahrzeug gestellt und Tische, heute ein Moped. Eine Würgefeige. Die Wurzeln hierher. Mal sehen, wo es jetzt hingeht. Die beiden da vorne weg. Hör wie hinterher. Peter, du hast einen Einkaufsbeutel. Ja, von Helgoland. Ja, ist ja sehr schön. Geht zum Einkaufen. Genau, wir gehen zum Einkaufen im Markt. Ah ja. So, wir sind in der Altstadt von Prä, ne? Genau. Und hier findet am Wochenende immer samstags nachmittags oder samstags abends so ein Local Market statt. Da werden regionsspezifische Produkte angeboten zum Essen. Handwerkliche Sachen, glaube ich, auch. Handwerkliche Sachen, Bekleidung, alles eben, was lokal hier hergestellt wird. So ähnlich, naja, kann man nicht ganz vergleichen, so ähnlich wie die Otto-Läden. Genau.
Also ähnlich wie in Bratschwab-Kirikan. Ich glaube, wir sind ein bisschen früh da, ne? Ja, wir sind noch ein bisschen früh da. Die fangen gerade. Wir gehen jetzt mal Kaffee trinken. Wir werden so Pfannküchen gebacken. Lecker, lecker. Ahoi, ahoi. Und man sieht direkt Altstadt von Pré. Oh, guck mal hier. Lass das auf die Nase. Live-Musik gibt es auch. Guck mal, was ich hier gesehen habe. Süßigkeiten. Das sind die handwerklichen Produkte, die angeboten werden. So, Armbändchen, Taschen. Holzlöffel. Kakteen. Preiswert 15 Baht. Andere Blumen, Obst, Gemüse darf natürlich nicht fehlen. Schirmständer oder sowas. Preis wird 50 Watt, 100 Watt sowas hier. Mein Dogschrei. Das Gute ist natürlich, wenn man hier so früh unterwegs ist, da kann man in Ruhe auch mal die Sachen aufnehmen. Lecker, lecker. Die Spießchen werden dann auch vorbereitet. Da vorne Lolo Rosso. Ihr guckt euch mal die riesen Radieschen an. Cocktailtomaten. Noch Bad für Pflaumen aus Chiang Mai. Und dicke, fette Äpfel. Das sind kleine. Da wird schon reserviert für später. Spanferkel. Alter Haus, alter Holzhaus, ja. Wie ich sie so mag. Guck mal hier, wieder. Kuchen. Oh. Was kennen? Ja, das ist Kuchen. Ich habe Arbeit. Thank you.
heute mal Kuchen, Peter. Genau. Nachdem wir gestern keinen gekriegt haben, haben wir heute welche. Schlagen wir heute zu. Immer wieder was Neues vermischt. Also das Kaffee mit Kokosmilch. Kokoswasser. Oder Kokoswasser, ja. Und ja, du hast einen Latte, ne? Ja. Guck mal hier, Leute. Wir werden Hamburger fabriziert. Und das Ganze kostet 30,95 Baht. Zwiebel kommen rein, Salate, Döschen. Da fehlt auch der Deckel noch drauf. 95 Baht. Wenn ihr mal in der Nähe seid, der Bärburger heißt das. Und das Café in dem Gebäude dahinter heißt Barista. Kurz nach 17 Uhr, mittlerweile dürfte alles aufgebaut sein an Ständen und deutlich mehr Betrieb. Nimm mit als Rasiermesser, Peter. Fast. Scharf. Schön gemacht hier. Ja. Peters Frau heißt übrigens Wann und da wird fleißig eingekauft und abgewogen. Das sind Gradierchen. Das ist Frau Feinstein. Keine Ahnung. Schwarzes irgendwas. Jetzt kapiere ich das, also da ist Werbung von der Schokolade hier und dann werden die Schokodrinks da draus gemacht. Herbie hat es gerafft, Leute. Also auch so eine kleine Kneipe hier. Ja, Leute, 18 Uhr, dann mach ich mal wieder zurück und hier ist jetzt so richtig was los, kann man sagen. Ne? So, die beiden essen noch eine Kleinigkeit, ich habe keinen Hunger. Da war natürlich wieder gut, ne? Hier der Peter fragt, kommt da noch was? Seine Frau sagt nein. Ach ja, meine, sagt sie. Also, meine, Jambusen. Warten wir mal ab. Jambusen? Ja, Jambusen. Aber normalerweise sind die Nudeln weiß, ne? Ja, aber die wieder noch. Die sagt Jambusen Bolan von früher. Bolan? Da Bolan machen, von Ante früher. Da machen die auch Kaffee, Kaffee Bolan. Oh, ja, Kaffee Bolan. Anigo Jambusen Bolan. So Peter, bevor es ganz dunkel wird, machen wir Schluss für heute, ne? Ja, ich bedanke mich. Mach mal die Abmoderation. Ich bedanke mich für deinen Besuch, waren wirklich super drei Tage. Und ich hoffe, dass du mal irgendwann wiederkommst. Ja, oder ich komme nach Hua Hin. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir hier die ganze Gegend gezeigt hast. Ich glaube, das Video heute war ein bisschen hektisch, wa? Ja, mach denke ich mal, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, Leute, falls euch unsere Videos gefallen haben, die kleine Reihe hier, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet ihn positiv. Falls euch unsere kleine Videoreihe gefallen hat, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet die Videos positiv. Und bleibt gesund. Genau. Wollen wir gleich anfallen.